Ich wollte noch kurz ein bisschen Unfrieden machen. Nun gut. Send your letter someday. Send your letter someday. Hallo und willkommen zurück. Ich habe gerade irgendwie die Musik ausgemacht. Aber egal. Hatten wir diesen Ballon schon? Hatten wir. So, es sollte, glaube ich, bis zum Mond und viel weitergehen, ne? Hatten wir doch in den Kommentaren irgendwo. Wo ist denn meine Stimme hin? Soll denn das? Mond, erreiche den Mond. Oh, bist du ein Schaf? Hallo, ich bin Commander Shepard. Ich habe hier das Sagen. Du siehst aus wie eine von den Krähen, die hier gekommen sind und unseren Schrei... Was? Unsere Schiffsmaterial... Moment, bitte, was? Unsere Schrei? Bin ich gerade... unsere Schiffsmaterial... Ja, ich habe gehört, dass man versucht, den Mars zu besiedeln. Denkst du, dass es wahr? Auf jeden Fall könnten wir Hilfe gebrauchen. Die Mondbasis braucht dringend mehr von den Mondkristallen, um zu funktionieren. Nimm diesen Detektor und suche 3 Mondkristalle. Das? Wie funktioniert denn der? Schon, okay. Dann fliegen wir mal weiter. Dem Mond. Wie auch immer eine Krähe auf den Mond kommt. Ach so, Karte, ne? Ein Raumschiff natürlich. Hier ist noch nichts. Blub, 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 blub. Oh, was ist das? Halt, stopp. Natürlich. Ein rosa Flamingo auf dem Mond. Okay. Na, ist dieses Spiel symmetrisch aufgebaut? Was ist das? Ja, gucken wir gleich. Obwohl, das ist nicht in der Karte, ne? Kann ich das einsammeln? Okay, komm, bestimmt noch. Ha? Tadam! Gut gemacht, Soldatin! Hilf uns weiterhin... Dann nehme ich dich vielleicht bei unserem nächsten Himmelfahrtskommando mit. Yay. Machen wir vielleicht mal am Anfang so ein blödes Rennen. 55 Sekunden. Oh Gott. Gut, was nicht gut.
was bedeutet das? Ich habe 28 Sekunden gebraucht. Das machen wir nochmal. Aber ich muss erst meine Kaka wieder aufladen. Na, lädt das mehr als 3 auf? Gibt es irgendwas zu essen? Essen, 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 essen. Oh, guck mal. Da ist was zu essen. Sehr gut. Jetzt nochmal. Ich halte C gedrückt. Ja, ich meine natürlich nicht gedrückt, sondern den Finger darüber. Mache ich das schon wieder? Okay. Kann ich das auch einfach mal verstreichen lassen? Das ist doch... Mensch, ey. Hallo? Hoch? Ah, okay. Ich will die Aliens sehen. Hoch, 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 hoch. Ja, wir sollten außen rumgehen, ich weiß, aber. Wir können auch so schnüffeln. Oder? Hier soll's sein. Ich muss bestimmt anders hier lang gehen, ne? Ja, ist ja gut. Ah, hier geht's bestimmt rein, ne? Oder auch nicht? Jetzt hier rein. Hä? Vielleicht vorne? Okay. Ein Fehler. Okay. Oh nee, hier drin. Ah nein, ich bin auch noch mitten. Ja, die Zeit geht weiter. Bodenkontrolle an Major Krehe. Hörst du mich, Major Krehe? Hörst du mich? Psst, Signal verloren. Ferngesteuerte Schiffs-KI wird initialisiert in 3, 2, 1. Es ist schön, dich wiederzusehen, Captain. Willkommen zurück. Leider muss ich dir mitteilen, dass die Crew und ich einen Unfall hatten, während du weg warst. Keine Sorge, Captain. Wenn wir zusammenarbeiten, bekommen wir das Schiff wieder einsatzfähig. Bitte entferne zuerst den Schraubenschlüssel, der im Hauptrechner steckt. Das ist da hinten. Ah, du hast mich um meinen Sieg gebracht. Ich wäre bestimmt voll gut gewesen hier. Danke, Captain. Es war schwierig, mit einem Schraubenschlüssel in meinen Schaltkreisen zu denken. Der Hauptreaktor wurde bei dem Unfall beschädigt. Bitte repariere ihn mit dem Schraubenschlüssel. Der Reaktor befindet sich links vom Schiffseingang. Das gelbe Reparaturlicht blinkt. Okay. Wir sind eine Reparaturkrähe. Jetzt bist du, wo ich lang gegangen bin. Links vom Schiffseingang. Das gelbe Licht blinkt. Da blinkt was. Das hier? Das hier? Benutzen. Oh, ich muss noch Mondkristalle sammeln, sehe ich gerade was?
Ausgezeichnete Arbeit, Captain. Jetzt habe ich wieder Zugang zum Stromnetz und alle Türen für dich entriegelt. Während des Unfalls hat ein Besatzungsmitglied mein Autopilot-Systemkern verlegt. Bitte finde den Systemkern und bring ihn hierher. Den Systemkern? Kann ich dich noch mehr reparieren? Nein. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Entschuldigung. Ja, du hast alle Türen entriegelt. Dann gucken wir doch mal. Ja. Oh, was ist hier los? Gehst du bitte? Okay, was ist? Kann ich dich hier auch? Nein. Ist das dein Systemkern? Kann ich eigentlich auch oben drüber fliegen? Nee. Nein. Oh, tatsächlich hervorragende Arbeit, Captain. Alle Systeme sind wieder online und funktionieren. Ich funktioniere jetzt wieder völlig selbstständig und werde meine Mission fortsetzen. Keine Sorge, Captain. Ich kümmere mich darum, dass in den Daten vermerkt wird, dass du zum Erfolg der Mission beigetragen hast. In vielerlei Hinsicht wird die Mission nur dank deiner Hilfe erfolgreich sein. Dafür danke ich dir, Captain, und werde dich niemals vergessen. Naja, du bist nicht. Aber ich wollte noch gucken, was hier sonst noch so ist. Hier ist die Krankenstation. Nee, okay. Achso, hier war ich, glaube ich, ne? Wollen wir es noch einmal probieren? In die richtige Richtung drehen. Ich fühle mich gemobbt. Wir gehen jetzt. Ich hätte jetzt fast damit gerechnet, dass er anfängt wegzufliegen. Kannst du 3 weitere Mondkristalle finden? Scheiße. Ich muss erstmal das Ding wiederfinden. Was kannst du? Eieiei. Was ist denn mit euch hier? Irgendwo noch in der Mitte, damit es gleichmäßig verteilt ist, oder? Nein, nicht ganz. Thank you.
war doch irgendwo ganz warm. Sag mal. Oh, ey. Huch. Oh, hallo. Ich bin's wieder. Wieso wieder? Kennen wir uns? Buggy, der Käfer. Der Käfer? Ich habe mich in dieses Level eingegraben, um meine zusätzlichen 15 Minuten rumzubekommen. Die Entwickler versuchen jetzt schon seit über 3 Jahren, mich loszuwerden. Aber Buggy lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Bitte verrate den gemeinen Entwicklern nicht, dass du mich gefunden hast. Sie würden nur wieder versuchen, mich zu entfernen. Buggy Ende. Okay. Ich sag nix. Kann ich das essen? Oh, es macht Stinkepups. Ach, der schon wieder. Der Weltraum. Die letzte Grenze. Warte mal, stand da eben oben was mit 5 von... wir lesen es erst zu Ende. Von Chirpchirp. Ich werde der erste Vogel sein, der ein Mondselfie postet. Um Gottes Willen, ja. Ich werde sicher super viele Likes bekommen und endlich glücklich werden. Ja, weil Likes und Glück zusammenhängen. Bestimmt. Endlich. Ich muss immer noch einen blöden Mondkristall finden. Oh, ich bin echt nicht aufmerksam. Es war halt kein Mondkristall, sondern ein Buggy. Mensch, ey. Wer ist jetzt? Hier oben hat doch auch irgendwie Sinn, oder? Hier ist so wenig. Nein. Oh. Wir sind so reich an Mondkristallen. Was ist hier? Hat sich das hier nicht gerade eben erst aufgetan? Okay. Guck mal, wir können ja jetzt mal. Ups, wir können jetzt schneller pupsen. Piu, piu, piu. So, hier. Kleine Alien-Männer. Howdy, Erdling. Willkommen im allerersten Zoo des Mondes. Naja, eigentlich können wir das noch keinen Zoo nennen. Alle Gehege sind noch leer. Ein Zoo braucht wenigstens ein paar kleine Tiere in den Gehegen. Meinst du, du könntest ein paar Lebensformen zusammentreiben und in die Gehege setzen? Setze ein Alien, ein Schaf und ein Stein in die Gehege. Kann ich dich nehmen? I'm sorry. Ein Stein? Wie komme ich denn hier an einen Stein? Bist du ein Stein? Tatsache. Geht das auch? Okay, ich kann doch alles hineinsetzen. Na gut, jetzt brauche ich noch ein Schaf. Da rollt noch ein Stein umher. Achso, ich bin am Rand. I'm sorry. Hört dich nicht? Da rollt doch vorher nicht Steine, oder? Du bist ein Quest-Schaf. Ich brauche ein Schaf. Dich habe ich ja schon erledigt, ne? Kann ich dich mitnehmen? Du hast dich so über die Mondkristalle gefreut. Es tut mir so leid. Wo ist denn das? Wo war denn das? Oh. Hier war's. Nee, du brauchst dein eigenes Gehege. Ein Alien, ein Schaf und ein Stein.
Wo ist der Stein? Oh, wo ist der Stein denn jetzt hin? Mensch. Jetzt ist das aber ein verdammt süßer Mond so. Total. Level abgeschlossen. Oh, schon? Moment. So, Stein, du bist frei. Ja, geh wieder zurück. So, und das tut mir auch leid. Ich bring dich wieder zurück. Du warst irgendwo. Ich pack dich bei hier. Was ist denn mit dir hier? Verdammt, ich dachte, ich hätte alles für die Farm perfekt vorbereitet. Aber die verdammten Mondgeysire sind zugefroren. Wie soll ich sie schmelzen, wenn hier draußen Temperaturen von 256 Grad unter Null herrschen? Da wird mir ja schon kalt beim Zuhören. Finde einen Weg, die Eiswürfel zu schmelzen. Super Zoo, besetze die Gehege mit 10 Lebensformen. Oh. Finde einen Weg, die Eiswürfel zu schmelzen. Vielleicht ist denn mein Laserschwert. Echte Mondtoffeln gönnen. Oh, ich möchte auch Mondtoffeln. Das klingt süß. Mondtoffeln. Oh, habe ich die jetzt zerstört hiermit? Geht das? So, besetze die Gehege mit 10 Lebensformen. Ich möchte dich doch wieder mitnehmen. So. I'm sorry. Du bist eh genervt von mir. Erstmal euch hier, ne? Hallo, nimmst du den jetzt bitte? Nee, einen Hut wollte ich jetzt nicht. Komm her. Entschuldigung. Oh, da oben sind auch noch ganz viele Schafe. Ist er drin? Ich brauche gar keine Schafe. So gut wie nicht. So, ich brauche noch einen. Freiwillige vor. Jetzt haben wir die Lebensformen so viele Freunde zum Spielen. Sie sind alle so glücklich. So, was habe ich denn hier noch nicht? Wird mir sonst nicht eigentlich nochmal angezeigt? So, hier, du hast jetzt alles. Machen wir hier noch dieses blöde Rennen. Ich hoffe, ich muss dafür nicht richtig kacken können. Thank you.
haben wir auch noch so ein Rennding. Hier. 102, das ist bestimmt voll lang. Ja. Ja, rechnet nicht mit dem goldenen Pokal. Ich bin ja Weltmeister im Wettrennen, wie man weiß. Yay! Wow, alles ist erledigt. Aber müsste ich hier nicht noch irgendwas finden? Pausieren. Mission. Den Bildschirm habe ich noch nie gesehen. Quest verfolgen? Nee, das haben wir ja schon gemacht. Was ist das da oben mit Z und C? Nee. Ist hier nicht noch irgendwo ein Helm liegen? Kann ich irgendwo noch nicht gucken? Wo habe ich mein Laserschwert gelassen? Ich wollte noch kurz ein bisschen Unfrieden machen. Da. Irgendwas muss doch damit speziell möglich sein. Was ist denn das hier eigentlich für eine Steinparade? Piu, 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 piu. Ist noch irgendein Achievement, was ich hier kriegen kann? Räume den Zoo wieder leer oder so? Mäh. Oh. Okay. Ist er abgefackelt jetzt? Okay. Gott. Vielleicht räume alle Schafe ab oder so? Ich kann dich leider nicht treffen. Schade. Kann ich hier rein? Was ist mit dem UFO? Das muss doch noch wegfliegen, bestimmt, oder? Kann ich hier auch noch was kaputt machen? Ich möchte Dinge kaputt machen. Na, gehst du jetzt bitte? Danke. Eieieiei. Hallo, ist jetzt mal... Oh Gott, ey. Nee. Ich dachte, irgendwie könnte es noch... vielleicht fliegen. Ach so, ich bin noch nicht ganz draußen. Hier kann ich dich nicht treffen. Nun gut. Ne, kann ich nicht durch. Okay. Ja.
Also ich habe mir den Mond großflächiger vorgestellt. Vielleicht klappe 10 Schafe weg oder so. Den habe ich zerstört. Jetzt blinkt da mein Detektor. Was macht denn eigentlich das Geräusch? Super in Geräusche zu ordnen. Oh, ich dachte gerade, ich hänge fest. Das hier muss doch irgendwie. Das ist doch ein Alien hier. Was mit den Eiern? Nein. Okay, dann gehen wir jetzt wieder. Zu viel Unfrieden machen hier. Kann ich das mitnehmen? Stimmt nicht, ne? Ach so. Ich hab doch zwei Fragen. Ein blödes Rennen hat mir noch gefehlt. Dein Scheißdreck. Na gut. Dann ist beim nächsten Mal The Big Apple oder die Bastelstadt. Je nachdem, was ihr lieber hättet. Kann ich nicht essen? Na gut. Dann bleibe ich mal hier mittendrin stehen. Ich darf hier keine reinfallen. Jetzt geht auch wieder raus. Entschuldigung. So, mit meinem Hähnchen im Schnabel. Sag ich Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Däumchen nach oben. Das wird mich sehr freuen und das hilft dem Algorithmus. Und abonnieren und kommentieren und was man nicht alles drücken kann, fände ich alles ganz, ganz toll. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!